So, ich muss gegen Talon in die Midlane. Schauen wir mal. Habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, dass Talon ein Midlane-Champ ist, den man nicht so oft sieht. Wow, jetzt labert er mich voll. No snaps. Mache ich. Ich gehe Toplane, also Toplane gegen Vladimir. Liebe Leute, eigentlich war das nicht von mir geplant. Aber was will man machen? Eigentlich wollte ich Midlane gegen Talon. Jetzt muss ich Top gegen Vladimir. Ich kann auch nicht besonders gut gegen Vlad, muss man ganz klar sagen. Jetzt geht's nämlich los. Ja, das macht er die ganze Zeit. Er poke die ganze Zeit die Scheiße aus mir. Um das mal wirklich vulgär auszusprechen. Bleibt mir eigentlich fast gar keine Wahl, wirklich hier so zu poken. Das war aber ziemlich gut jetzt hier, der Push. Ich brauche ja nicht Warden. Das macht eh keinen Sinn. Wenn Eve da ist, ist Eve da. Sehen tue ich sie sowieso nicht. Mundo hat 6 Farm. Talon 17. Oh. Also ich würde darauf wetten, dass der Mundo First Blood geben wird. Und unsere Botlane wardet nicht. Das war jetzt übrigens ein schlechter Trade. Ich möchte noch nicht weggehen, ich brauche noch 200 Gold. Ich weiß, das ist greedy, aber... Ja, die ist hier mit Sicherheit am rumlungern. Würde drum wetten.
Okay, ich hab das halt. Na, schade. Ah, oh, good job. Good job, guys. Mundo macht mittlerweile auch wieder eine bessere Figur, obwohl der Talent echt gut farmt. Du bist tot, mein Freund. Bye. Hat sogar noch geflasht. Na, der hat doch hier gewardet. Push raus, mein Freund, push raus. Das war, da war ich selber schuld. Da habe ich nämlich nicht drauf geachtet, dass ich oben war. Ich hätte ihn fressen können in dem Moment, wenn ich nicht oben gewesen wäre. Da habe ich einfach nicht drauf geachtet. My bad. Absolutely my bad. Da gibt's gar keine Ausflüchte. Das war einfach nur schlecht von mir. Krabbe. Dann hol ich mir Rod of Ages. Boah, der macht den ja richtig fertig, der Mundo mittlerweile. Ich muss back. Rod of Ages ist wichtig, das Ding muss anfangen zu stacken.
ärgert mich mit dem Kill, den ich abgegeben habe. Es ärgert mich richtig, weil es einfach nur blöde war. Wäre auch ein Free-Kill gewesen, ne? Udi, du hättest ruhig Top-Lane kommen können, dann hätten wir den Penner hier ziehen können. Das war ein nicer Soraka hier. Wir sind uns gerade so ein ganz klein wenig auf allen Lanes, ne? Also ich bin jetzt erstmal raus mit Kämpfen. Udyr, wenn du da jetzt reingehst, wirst du einfach nur sterben. Der ist Level 10, Udyr. Geh darauf, Udyr. Dafür kommt er natürlich gerne, ne? Einen Kill abkassieren. Aber ich bin auch selber schuld. Ich habe zweimal richtig scheiße gespielt. Ganz ruhig. Ich glaube nicht, dass sie jetzt alle Top-Lane angegeiert kommen. Der ist viel zu lieb drin, der Junge. Viel zu deep, was die da gemacht haben. Dass mir der auch gar keinen Schaden macht, der Junge. Aber Talon hat jetzt halt Kills auch bekommen, 2 Stück. Echt, jetzt kein Bock mehr auf das Theater.
Matchup. Kann leider nichts mehr machen hier. Wenn Wladimir kommt, tötet er mich einfach. Hätte ich wahrscheinlich doch noch Daumen bekommen hier in den Tower, aber vielleicht geht's jetzt auch noch so. Ja. Hey Mundo. Muss man ein bisschen zulegen, fürchte ich. Ich muss raus. Jetzt grillt mich Talon gleich. Na, Talon ist aber nicht hier. Gut. Könnte auch 4-0 stehen. Echt dumme Fehler gemacht. Die stirbt jetzt gleich, ja. Ah, oh, wow, sie haben den Kill tatsächlich bekommen. Also Udi ist so gedroppt. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist das Ende. Gut, Ezra ist jetzt mittlerweile auch 404. Er hat aber aufgrund des krassen Roams, den er die ganze Zeit macht, weniger Farm. Die Gegner, haben die eigentlich einen Drake? Ja. Das hätte ich mich teleportiert. Wieso sind denn so viele von uns draufgegangen? Ist ja unglaublich.
Ja, komm schon, die drei will ich noch haben. Na gut. Jo, dann lass mal einen Drake fighten. Bitte kämpft jetzt nicht. Shit, shit, shit. Die kämpfen immer, das macht die Eve gerade ganz gut, weil man keine Zeit auf die hat. Sterbe ich? Ja. Boom. Und dann explodiert. Ich hätte nicht weglaufen dürfen. Wenn Mundo da bleibt, stirbt er gleich einfach nur nutzlos. Ich push das jetzt einfach nochmal kurz raus. 1, 2, 1, Fresse. Jetzt geht weg. Alles fertig. Problem ist, Talon ist gefeedet, ne? 7-2. Einfach reinrennen, ne?
2 Tower bekommen. Gehofft, Krabbe ist hier, aber irgendwie ist er noch nicht gespawnt. Udyr ist tot. Aber es ist Udyr, der ist schnell. Vielleicht ist er auch nicht tot. Nein, er ist nicht tot. Ich hab gerade auch einfach wieder nur den Flash rausgehauen, um irgendwie noch rechtzeitig ins Ziel zu kommen. Einfach nur als Gap Closer. Nicht wirklich Ziel des Ganzen. Das war gut. Okay, ist fein. Wobei bei uns auch Dingens direkt tot war, ne? Wäre sie hier lang gekommen, hätte ich sie noch töten können. Das war too deep. Viel zu deep. Aber der Tower Damage war auch unreal, ne? Muss man ganz klar sagen. Keine Ahnung, was das gerade war. Also. Ich glaube, das war nicht mal. Das war der Hauptdamage, war wirklich Talent-Schaden. Ja, es war ein bisschen too deep gerade von mir. Ja, das war nicht gut. Das war viel zu weit. Also, wer kein Tank, ich kann den Shit nicht. Oh, fuck. Haken wir schon. Getroffen. Ein guter Flash von. Aber Naughty kriegt den.
Ist, will nicht sagen gewonnen, aber sieht gut aus für uns. Oh, come on, more luck ist hier kaum möglich. Hätten auch Baron machen können, auch Watt Tower machen können, aber. Ja, aber wir brauchen Ezreal. No Flash. Oh, das ist natürlich jetzt hier eine kluge Idee. Wow, lass mich doch jetzt hier nicht alleine. Ach, wow. How can you leave me alone? Richtig bescheuert, anstatt einfach einen Baron zu nehmen. Das verstehe ich nicht, sowas hasse ich. Lass nämlich da einfach echt komplett alleine. Richtig schlecht. Und jetzt machen sie Drake. Natürlich.
Habe ich jetzt gerade keinen Stack bekommen. Okay, Ezra ist nicht da, dann kann ich auch nochmal backgehen. Wie lange sie überlebt? Das habe ich nicht zu fassen, ey. Diese verdammte Soraka, ne? So viel geheilt gerade. Es war ein eindeutiges Spiel, aber so die ein oder andere Entscheidung von meinem Team fand ich nicht besonders nice. Und mich hat gestört, dass ich am Anfang diese zwei Fehler da gemacht habe. Naja. Gewonnen ist gewonnen.